Hallo meine Freunde, wir sind zurück angekommen, wo wir im letzten Part aufgehört haben, bei der nächsten Unterwasserbase. Und es geht weiter, wie es aufgehört hat. Wir reden wieder mit so einem komischen Terminal. Was langsam, wenigstens optisch, hätten die Terminals sich ein bisschen unterscheiden können. Also, wird prozedural generiert. Wieder was anderes, da sei es verziehen. Ich hatte wieder diesen Traum. Die endlosen violetten Wellen Kilometer um Kilometer um Kilometer fallen, weil alles mit K und S und U da beschrieben ist. Zuerst sind sie eine Erleichterung von diesem blutroten Schmerz, doch dann wäre ich das Gefühl nicht los, dass da noch etwas ist. Ich sehe mich um, aber da ist nichts. Nichts. Ich blinzle und erkenne sie dann zuerst nur undeutlich, nicht mehr als Linien, doch unverwechselbar. Sich wiederholende geometrische Formen, die in den Himmel gezeichnet sind, reihenweise Dreiecke, die langsam vorbeiziehen. Ich kann es nicht erklären, aber es ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Aufzuwachen und den Regen zu sehen, war beinahe eine Erleichterung. Wir sind zu dieser elenden Höhle zurückgekehrt. Jeder einzelne von ihnen, niemand hörte auf mich. Wir können diesen Hyperantrieb immer noch bauen, davon bin ich überzeugt. Danach wird es ein leichtes sein, das Salz aus den Startdüsen zu spülen. Wir erlebten alle denselben Traum, dasselbe Umherwandern. Szene im Himmel, diese Kristalle. Das ist Unsinn, da unten gibt es sonst nichts. Wir haben alles genommen. Aber was kann ich tun? Vielleicht habe ich etwas übersehen. Vielleicht haben sie recht. Ein letzter Blick kann nicht schaden. Das hört sich ja schon gut an, wenn man jetzt heißt, die Überreste der Crew so. Möglicherweise wäre das ganz notwendig. Und komm, Scanner, lad dich auf. Wir haben noch was anderes vor heute. Vermute ich halt mal. So, Scanner, los! Gibt's wieder die Meldung, dass du es gefunden oder so? Weil ich find's cool, wenn es mir gleich sagen, dass wir das ganz notwendig sein werden. Die Frage ist, was wäre denn ist? Mal heißt es alle guten Dinge sind drei. Anscheinend muss ich mich bewegen. Ja, ich arbeite daran. Ich arbeite wirklich daran. Nur habe ich leider keinen Plan, in welche Richtung. Ich muss immer 100 Meter fahren und alles scannen. Okay. Lokalisiere den letzten Rastplatz der Crew. Oh, nach 4 Minuten seid ihr eigentlich komplett deppert. Ich meine, ich kann nicht mal schießen mit dem Ding. Ich kann gar nicht mehr rumfahren, blöd. Alter. Ich da wieder hin, dann kann man ja nichts machen. Toll, jetzt kann ich da hin tuckern. Den Schneckentempo. Weil ich mal kurz aussteigen muss.
ein bisschen Salz. Fürs nächste, für den nächsten Treibstoff. Wenn da schon so viele sind, dann kann man ja irgendwas machen. Oder? Und tschüss. Ja, jetzt hätte ich wirklich Sachen, ein paar Sachen aus dem Anzug Inventar in der anderen in das Schiff reingeben. Jedes Mal habe ich dann wieder das Problem. Ich muss aber irgendwas da reingeben, was ich eventuell auch wieder finde im Notfall. Zum Beispiel. Alles. Mikropost. Drei frei. Nochmal meist drei neue Sachen finden. Lokalisiere den letzten Rastplatz, nicht Pratz, Alter. Der Crew. Theoretisch sollte das ja dann mal zu Ende sein. Das ist ein Unterwasserplanet. Ich sag dazu mal, ich finde es wirklich schön, dass es geht. Ich werde auch eine bauen, aber jetzt würde ich mal eine Mission weitermachen. Dabei besteht es gerade irgendwie noch aus von A nach B tuckern mit dem Schiff. Ja, solange ich kein Damage auf dem Ding kriege. Kann man ja mal ein paar Sachen mitnehmen auf dem Weg dahin. Also eigentlich betrachtet kann man auch so ziemlich alles niederfüllen. Das sehe ich scheißegal. Ja, es ist ein bisschen zach, ich gebe es zu. Aber soll ich das vorher alles wissen? Eine Minute 48, das schaut schon wesentlich besser aus als 45. Immer eine Minute 13 oder ich werde deppert. Naja, sollte diese Mission sich irgendwann nochmal so weit weiterentwickeln, damit im Endeffekt nur da heißt, bauen eine Unterwasserbase, dann werde ich es mal rot machen und woanders hin, mich verzählen. Hoppala. Wollte ich jetzt eigentlich nicht aussteigen. Mein Fehler. So, ich würde mal sagen, wir sind gleich hier. Eine halbe Minute kriegen wir hin.
Besser als nix. Sicher ist sicher. Ich spiele Blubber da recht ordentlich. So, Würmchen weg. Letztes Protokoll. So. Los Protokoll, was sagst du, was sind wir dann, meine Tauchkollegen? Gefangen! Der Subreaktor hat ein Leck. Ja. Immer das Dümmste, wenn man mit einem Schiff unterwegs ist und es hat einen Defekt. Es hat mich gepackt. Aber jetzt ist es tot, ihre Augen sind alle geschlossen. Ich glaube, mein Bein ist gebrochen, meine Hand schmerzt. Wenn ich bloß einen Lufttank finden könnte, könnte ich immer noch nach Hause zurückkehren. Die Aufzeichnung geht weiter, aber auf ihr ist nicht so stundenlanges Kratzen der Stille zu hören, das Rauschen der Strömungen. Ich habe das quälende Gefühl, beobachtet zu werden, ich frage mich, wer diese Crew wirklich war. Wahrscheinlich werde ich das niemals herausfinden. Cool. Kann man Skin ändern. Ja, was ist das mit dem Träumen aus der Tiefe? Ich bin fertig! Ja! Ja! Da pa 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 pa. Ich suche sicher an der Oberfläche mal was, wo wir unser Raumschiff landen können. Na, bitte fliegen wir zur nächsten Abschnittstelle. Gott sei Dank. So. Holen wir mal das da her. Weg von dem Planeten, weil langsam der nervt mich schon ziemlich. Zimmer. Galaxiekarte. Wir nehmen das aktuelle Ziel. Nehmen wir jetzt nicht. Was hatten wir ja gerade? Ja. Na, der Polo könnte dir dabei helfen. Das hatten wir eigentlich schon.
Na, hauen Sie zu den zwei Deppen nochmal rein. Immer mit Nadel und Apollo. Toll, da hilft mir ja mal genau gar nicht. Und du da? Holla! Schauen wir mal kurz durch da. Und die Materiereaktor, Kurzstreckenteleporter. Das soll ja auch mal lernen alles. Was haben wir denn hier? Elektromagnetische Generator bei einer passenden Platzierung in einem Bereich mit hoher Feldstärke werden effektiv elektromagnetische Lichtmaschinen eingesetzt, um nahezu grenzenlos Strom zu erzeugen. Lokalisiere passende Stellen, das ist ein Stromerzeugding ist. Ja, danke dir. Gasextraktor nehmen wir auch mit auf jeden Fall. Naja. Nächste Adlerschnittstelle. Stopp. Go. So, jetzt probieren wir es mal mit X. Na, wusste ich's nicht. Lauf doch! Okay, jetzt bin ich das Spiel wirklich erst ein, zweimal vor lang gestanden. Also die Chance, dass ständig passiert, ist hier niedrig.
Kupfer, Gold, Kobalt. Aber jetzt haben die eine geile Waffe. Komm schon. Falsche Seite. Mist. Ja, wurscht. Weil ich habe das Problem, ich kann jetzt so. Ich will für meinen Special Mats jetzt sowieso nichts hergeben. Das ist ja auch so ein Mist. Ja, ist mein. Was ist das für ein Scheiß? Hallo! Ja, ja, sag mal, was so ein Schiff kostet. Und sogar 4 Millionen sind 3 Plätze mehr, mehr Schadenspotenzial, wir viel weniger Hyperraum. Nö, weil da steht noch einer. Schon mehr, ne? Hyperantrieb haben die überhaupt keinen. Na gut, da kann ich auch theoretisch nachhelfen. So, eingetauscht. Hallo, mein Schiff. So, jetzt wäre mal interessant, was ist da bei der Technologie alles jetzt ein. Technologie installiert. Ja, das war der Teleportempfänger. Und ein Kabelmann. Hat man aufgehört, ne? Gut. Wir haben ein neues Schiff! Der Sammelkupfer hilft mir jetzt nichts, sprich mit dem Atlas. Gehen wir schon hin. So. Hallo. Hoppala. Jetzt haben wir noch das Ding an den Traktorstrahl. Jetzt hat er.
Hallo, mein Atlas-Freund. Jetzt war ich schon ein paar Mal bei dir und jedes Mal kriege ich wieder alle Zustände, wenn ich dich sehe. Naja. Ja, schön, dass ich auf der Seite aussteige. Ein Wort gelernt. Zwei Wurfzellen. Hallo, Atlas. Ja, grüße mal genau. Ja, sing. Der Atlas hat mich zu der Schnittstelle geführt, doch die Absicht dahinter ist noch unklar. Er verlangt Verehrung, er verlangt Gehorsam, er heißt mich willkommen, er weiß, was ich bin. Er bietet mir echtes Verständnis als Geschenk an. Aber warum? Warum senden sich solch eine Energie und Wissen nach Unterwerfung? Er kennt meine Gedanken, ehe ich sie kenne. Er weiß, was ich tun werde. Der Atlas bittet mich, seinem Weg zu folgen. Ich akzeptiere. Der Himmel ist riesig und voller Wunder. Der Weg zur Erleuchtung eröffnet sich mir. Gefangenen Anode. Ein Atlas-Samen, der ein zonenförmig verschobenes quasi-stellares Substrat enthält. Warnung, die Matrix darf mit diesem dimensionalen Raum nicht kommunizieren. Bräuchte eigentlich nur chromatisches Metall. Polo hat Koordinaten für zahllose schwarze Löcher. Sorry. Schimmel. Sie reisen Helios und Ares bieten Nanit an. Ändere die Aktivmission im Protokoll. Ja, das sagt noch irgendwas. Nana und Polo können weiterhelfen. Das Universum wartet darauf, wer kommt. Scan das und sag mal, was da gibt es Kupferpyrit. Ich geh jetzt mal auf den Planeten, ihr könnt mich alle im Arsch lecken. Aber hochgradig. Orbitalstation Koordinaten empfangen. Jetzt wieder daher geh. Finde ich sie nach wie vor. Nein. Ich schaue mich dann mal kurz um. Vor allem Kupfer wäre jetzt wirklich praktisch, und ich port jetzt nicht zurück zu meiner Welt.
Rennen ist verrückt. Sollen wir mal kurz schauen, ist irgendwas in der Nähe? Dann laufen wir mal los. Ja, cool, der Planet da. Ganz ehrlich. Nee, der war wirklich gut, der Planet. Aber das wärst du mir vorher. Was finde ich jetzt hier? Eine Gaswolke. Die Oma Bau ist Hund auch weg, oder? Ja. Wir sind wieder bei unserer ureigenen Tätigkeit. Wir bauen Mineralien ab, in dem Fall wieder das, was wir schon immer machen, Kupfer. Goldansammlung. Ja, hallo. Ich meine, ich muss schon sagen, ich finde es eigentlich schade, dass ich in der Nähe da. Warum wollte ich? Ich könnte jetzt wieder. Du kannst nicht vergessen, du kannst jetzt wieder weggehen. Ich gehe jetzt mal. Ja, man wird da überhaupt nicht deppert auf dem Planeten, also nein, gar nicht. Nimm mal wieder einen Terrain-Manipulator und manipulieren das Terrain.
Oh man, oh. Nee, das lass mal. Okay, ich bin jetzt da irgendwo abgestürzt auf dem Weg eigentlich gerade irgendwo hin. Nee, ich habe das jetzt irgendwie verbockt. Ich kann es probieren, ob ich da irgendwie so nach oben komme. Funktioniert normalerweise ja. Echt cool. Das ist eine Sache, finde ich absolut laufend in dem Spiel, dass man da alles niedergraben kann und sich einfach durchbohren. Hey! Hilft mir jetzt gerade irgendwie wenig. Aber der Planet ist nicht böse. Mir fällt das jetzt gerade auf. Der ist ja nicht mal irgendwie radioaktiv oder sonst was. Okay. So. So mal jetzt. So muss ich mal. Adlerstation schwarze Löcher. Ich finde das ja immer ein bisschen komisch, weil ich weiß jetzt nicht genau, was ich jetzt tun soll. Also soll ich jetzt das so, das oder das suchen? Soll ich sowieso beides suchen? Muss ich es hintereinander erledigen? Das ist jetzt alles ein bisschen schwierig. Ich gehe mal davon aus, dass ich da nach unten muss. Hyperantrieb hat keinen Treibstoff. Das kriege ich hin. Sprung! So, Leute.
Ich weiß, ich war jetzt ein bisschen ruhiger, aber ich habe jetzt ganze Nacht darüber, was ich da machen soll. Irgendwie beim Abbauen ist es nicht da. Das Mörder-Feature-Teil irgendwie für Let's Play vor allem. Wir werden jetzt mal schauen, ob man auch eine Waffe kaufen kann. Und dass wir da importen können, den haben wir ja dann auch gleich geschafft. Ich soll zur Adlerstation vordringen. Oshima, Unzen. Adlerstation habe ich ja einmal. Das ist nicht irgendwie so, ich habe da schon so viel bessere Waffen gefunden als die Anfangswaffe. Sowas finde ich in einem Spiel, was mit Loot sich beschäftigt, eigentlich blöd. Am besten würde ich sagen, wenn ich einfach gar nichts kaufe. Jetzt holen wir mal unsere Freunde daher. Tschüss, Schiffe. Das schaut irgendwie anders aus. Oder wie sieht das anders aus? Ja. Dürfte eigentlich noch immer alles relativ gleich sein? Ah, so regelt ein Park da. Direkt da oben. Schön. Schickt mich mal ein Teil hin. Wir gehen natürlich dann, wo das Ding das sagt. Nachher haben wir noch genug Zeit im Universum rumzukrebsen.
Und wieder eine Umgebung, wo ich mich nicht zurechtfinde. Tja, ich werde jetzt mal sagen, wir pausieren das hier jetzt. Ich denke mal, hier kommt ein Wiederherstellungspunkt, ja. Wir schauen uns an, was es hier gibt, aber werden das jetzt mal stoppen. Und ich schaue mich da ein bisschen um, damit ihr nicht die ganzen Schaß da miterleben müsst. Die wollen mich verarschen mit dem Werkzeug, oder? Okay. Wir brauchen Platz, Platz, wir brauchen Platz. Materie, chromatisches Metall brauchen wir. Wir haben einiges an Kupfer. Gut, ich fülle das alles mal auf, wir sehen das beim nächsten Part. Wir sehen uns dann wieder, weiter geht's mit dem No Man's Sky Story Mission. Ich versuche das so möglichst spannend, wie es geht, hinzukriegen. Ich tut mir leid, weil wir bei der Unterwasserwelt das hinher ist. Ich weiß es vorher nicht. Ich versuche es einfach mal zu machen, ohne dass ich da jetzt überhaupt viel. Rumprobiere. Gut, wir sehen uns, schaltet wieder ein, geht weiter, Mission, Basisbau, alles was geht, wir bauen, wie blöd. Bis dann und ciao.